Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Frage- und Antworten-Video. Wir wollen uns jetzt nochmal mit der zweifaktoriellen ANOVA beschäftigen. Und zwar immer noch so ein bisschen konzeptionell, aber diesmal geht es so ein bisschen mehr um zweifaktorielle ANOVA-R-Output interpretieren. Das ist sozusagen das Zentrum dieser Aufgabe, die wir jetzt einmal anschauen wollen. Da ist sie. Das heißt, der Datensatz PIGGAIN enthält Daten aus einer Studie zur Bewertung der Wirkung von Vitamin Selen auf das Wachstum bei Mastschweinen. Wurde an 66 Mastschweinen durchgeführt, jedes Tier eine von drei Selendosen über eine von zwei Verabreichungsmodalitäten erhielt, Wasser oder Festnahrung. Das heißt, wir haben auf jeden Fall irgendwie hier drei Selendosen. Ja, das heißt, das ist Dose. Das ist unser Faktor 1, no, Dose. Und wir haben auch nochmal zwei Verabreichungsmethoden. Das ist Faktor 2 und das ist unser Sub. So, wenn wir natürlich ein Modell haben, was aus Y ist gleich F1 plus F2, dann können wir natürlich auch immer noch den Interaktionsterm dazu angucken und der ist natürlich hier. Gut, wunderbar. Dann müssen wir noch mal ganz kurz in uns gehen und uns erinnern, hier dieses e hoch minus 16, e hoch minus 5 heißt 16 Nullen. Also das ist 0,16022. Gut, das ist der Teil. Stellen Sie die statistischen H0 und HA-Hypothesen für die obige zweifaktorielle ANOVA für den Faktor Dose auf. Wichtig, nur für den Faktor Dose lesen, was da steht. Könnte ja auch Sub stehen. So, H0 ist für Dose drei Selendosen. Das heißt, der Mittelwert der 0,5er ist gleich der Mittelwert der 1er ist gleich dem Mittelwert der 5er Dosierung. Und die Alternativen, ja, der Mittelwert der 0,5er ist ungleich dem Mittelwert der 1er Dosis, 0,5er ungleich dem Mittel der 2er Dosis und die 1er Dosis ist ungleich dem Mittel der Zweierdosis. Dann haben wir hier einmal die Hypothesen erarbeitet. Gut, das haben wir dann gemacht. So, dann natürlich für Dose, ne? Nochmal lesen. Interpretieren Sie das Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA. Gehen Sie im Besonderen auf den Term Subdose ein. Also wir sollen das jetzt interpretieren, was kommt da raus? Ja, und das heißt, du hast nur zwei Punkte, also müssen wir da nicht so viel machen erstmal. Also, was haben wir erstmal? Sub und Dose sind signifikant. Ja, wunderbar. Das sehen wir ja, diese beiden p-Werte, die p-Werte sind immer unter 0,05. 5, das heißt, Sub und Dose sind signifikant, also unterschiedlich. Und wir haben eine signifikante Interaktion. Warum? Dieser Wert hier ist mit 0,01 kleiner als 0,05. Ja. Wir müssten im Post-Talk die jeweilige Dosis, diese jeweilige Supplement getrennt, ne? Sub getrennt für Dose auswerten. So, das ist ärgerlich. Signifikanz, Interaktion ist immer ärgerlich.
Zeichnen Sie eine Abbildung, der dem obigen Ergebnis der zweifaktoriellen ANOVA-Näherungsweise entspricht. Das ist der schwere Teil. Das ist wirklich schwer. Also wenn jetzt, da muss man echt, Etta Square muss dir jetzt was sagen. Etta Square muss dir was sagen. Beziehungsweise du musst verstehen, was die Sum of Squares da oben sollen. Ja, das ist wichtig. Und wir müssen natürlich das hier beachten. Also das ist schon, das ist jetzt schon was. Und wir müssen es noch zeichnen. So, na dann los. Wieder Boxplots. Warum Boxplots? Weil wir die Sum of Squares noch berücksichtigen müssen. Das kann man in Boxplots sehr gut machen. Auf geht's. So. Das ist dir natürlich Weight wahrscheinlich. Also das Gewicht, was sie zugenommen haben. Dann machen wir mal die meisten immer hier unten. Dose und Supplement. Zwei Farben. Zwei Level. Ne? Einmal haben wir Wasser und einmal Festnahrung. Einmal Wasser, einmal fest. Und wir haben natürlich noch 1, 2, 3. Gut, jetzt müssen wir anfangen. So, was haben wir? Alles ist signifikant. Okay. Wenn, also erstmal fangen wir an mit fest, also erstmal die Dose-Stufen. Das heißt, die müssen auf jeden Fall unterschiedlich sein. Also, wenn wir jetzt hier mal global, ich mal hier graue Boxplots rein, ne? Das heißt, wir müssen hier irgendwie sowas für Dose haben, weil die sich unterscheiden müssen. Ne? Sonst wären die ja. Wenn es nicht signifikant wäre, wären sie auf einer Ebene. Jetzt haben wir aber in jeder Dose haben wir ja nochmal Wasser und Fest. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie sieht denn das dort aus? Wasser und Fest ist auch signifikant. Das heißt, die unterscheiden sich. Wasser und fest. Wunderbar. Das passt schon mal. Ja, das heißt, Wasser und fest ist gut. So, jetzt ist natürlich die nächste Frage, wie sieht denn das überhaupt aus? Wie ist denn so die Varianz? Hä? Was meine ich damit? Naja, wie stark wird denn die Streuung erklärt? Ne? Also, wie doll sind die denn jetzt unterschiedlich? Und da sieht man natürlich, die Dosis macht 2.323 aus. Supplement nur relativ wenig. Das heißt, wir können diese Zeichnung jetzt hier so lassen, weil wir eben wissen, dass die Supplements, dieser Unterschied ist eher gering und dieser Unterschied hier, der ist eher groß. Also sehr so beiläufig. Also, ne, müssen wir so ein bisschen übergucken. Das haben wir dann sozusagen auch, dass wir das auch noch sozusagen auch noch mit drauf haben auf dem Schirm. So, dann kommen wir jetzt mal weiter. Unsere Interaktion erklärt nicht so viel Varianz. Also haben wir eher eine schwache Interaktion. Wir würden uns also diese Abbildung hier angucken. Und wenn wir keine Interaktion hätten, wäre Wasser immer über fest. Ja, dann wäre das hier. Aber wir haben ja eine Interaktion.
Also müssen wir bisschen, wir haben eine leichte Interaktion. Sum of Squares sind nicht so groß. Das heißt, wir würden jetzt hier so, ne, so ein bisschen die Fest hochschieben. Eigentlich haben wir das hier schon ein bisschen zu weit gemacht, weil das hier schon förmlich kreuzt. Aber wenn wir eine starke Interaktion hätten, dann müssten wir sozusagen, wenn wir ja hier geht es runter, hier wäre parallel und dann würden wir zum Beispiel hier das Blaue hinzeichnen. Dann hätten wir eine starke Interaktion. Und deshalb ist sozusagen diese Aufgabe 3 sozusagen eine, ja, herausfordernde Transferaufgabe, weil man wirklich alles verstehen muss, was hier steht. Und man muss eben bewerten, wie stark ist die Interaktion und wie stark sind sozusagen die Abstände auch nochmal. Ja, also sozusagen, das ist nochmal der Teil, den man hier beachten muss. Es ist eben eine herausfordernde Aufgabe. Das heißt auch, dass wenn du natürlich jetzt Bachelor erstes Semester, Bachelor zweites Semester bist, ist es eher unwahrscheinlich, dass die drankommt. Das ist so eine Masteraufgabe. Ja. Entweder wenn man eben Master Biostatistik oder höhere Semester. Also im ersten Studienjahr würde ich die jetzt hier eher nicht verorten, aber alles darüber kann das vorkommen. Ja, also schon, muss dann schon hier eine Menge missen. Und ja, wir brauchen ja auch ein paar schwere Aufgaben. Ne? In dem Sinne, viel Spaß beim Lernen. Wenn du Fragen hast, unten in die Kommentare gerne rein. Ansonsten können wir das gerne nochmal detaillierter diskutieren. Vielen Dank.